Dann haben wir geschrieben. Hallöchen Leute, willkommen zurück. Der Stefan, der Majoras mal schwarzer Ball nervt. Mit dem Stefan natürlich weiterhin. Bitte mit dir rüber, P. Steht zum Befehl. Wie heißt er? Ich mag die Stelle absolut nicht. Ach, mein Lieblingsraum, wie geht's dir, alter Mann? Okay, noch mal. Nein, schwarze Ball, ich finde die Bombenmaske bei dir so also lustig, weil ich sehe das ja gerade. Ich habe ein Viertelbild bei dir oben, ne? Hm. Und dann noch hier das, jetzt habe ich noch das Bild, was stehen geblieben ist, dieses Dreiviertel, ne? Ja. Da sehe ich gerade hier die Bombenmaske, die sieht aber übel schlecht aus. Richtig, darf ich sagen? Hm. Schlecht. Boah, du kack schwarze Kugel, verpiss dich! Ich mag diese coolen auch nicht. Oh, mich spammen. Ich werde dir weiterhin. Ja, super, ey. Komm her, du kackschwarze Kugel. Hier, schlitz, schlitz. Bam, tot. Ja, weißt du, der Controller hat auch so scheiß mit dem Analogstick. Hier ist zwei Spiele, meine Dauerspiele, aber keine M64-Spiele. Lad, nein, lass mich in Ruhe. Ich dachte, lass mich in Ruhe. Wie lädt? Warum geht der Kack-Controller nach oben? Was soll das? Was? Was? Wie jetzt? Hallo? Ja. Ich wurde auf dein Skype-Video schön. Enemy down. Boah, da ist die schwulste Stelle, weil ich hasse die selber. Die ist wie Krebs, ey. Hallo? Ja. Ja, jetzt ist dein Skype abgestürzt. Nö. Krass. Bist du irgendwie dumm? Dam. What the fuck? Von einem von uns beiden Skype abgekackt. Ich weiß nicht von wem. Weil sie ja. Mein Skype kackt nicht ab. Mein PC ist gut. Tja, Dominik, aber leider zu langsam. Der schlägt mich gleich. Ich lösche gleich diese schwarze Kugel aus dem Spiel. Ja, viel Spaß beim Hacken. Ich hole da noch so 10 Millionen weiter. Dann kommt da so ein Klumpen einfach nur auf dich zu. So, jetzt lädt es sich erstmal schön auf. Ich merke schon wieder einen schwarzen Kugel. Nein! Boah, da hatte ich einen Angriff, ey. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Doch, ey, ich hasse diesen Analogstick von diesem Controller, ne? Ich hasse ihn nur. Dim. Nö, tschüss! Ey, du Kackteil! Kann man den Raum nicht irgendwie überspringen? Jetzt wird mir geschrieben, ja, Montag hier, da gehen wir bowlen. Und wir sollen uns nicht alle aus den Augen verlieren. Weißt du, mir sind die ganzen Leute da egal, wa? Ich will mit dir nichts zu tun haben. Sind nichts in meiner Altersklasse, also brauche ich doch nicht. Lad. Ich brauche dann für den 2. Juli 19:30 Uhr montags eine Ausrede, was ich da mache. Auf eine Hochzeit gehen. Dominik. Was? Montags morgens? Montags abends um 7:30 Uhr. Ich hab den Raum geschafft, ja! Jetzt hoffen wir, dass du zurückgelitscht. Nö, Safe State, während der Aufnahme. Dominik, nur Safe State, schlecht. Das. Warum? Weil ich das öfters in der Aufnahme mache, aus Angst, dass der Emulator abschmiert. Deshalb nehme ich auch nicht damit auf, weil er mir zu unstabil ist. Ah, der ist eigentlich sonst immer bei mir stabil gewesen. Na, ja, die Rubina! Die Rubina! Jetzt hast du eine Deko-Mensch abgefackelt. So muss das. Nein, das muss nicht so. Jetzt bräuchtest du nur den Typen von Crysis hier. Der würde da mit Dings, mit maximale Panzerung durchlaufen. Oh, Rubinchen. Oh, Mann. War schön geordnet, finde ich das. Das sind sie nicht mehr geordnet. Los, öffne die Kiste, die Kollegen. Oder ist auch eine Kiste. Die 14. Die 5.
Ich habe gerade 14. gelesen. Ach, Verirrte. Boah. Oh, war das knapp. Ich liebe das. Oh, ich bin doch dumm. Ich musste erstmal unten den Schalter aktivieren. Ach, wegen das Feuer? Ja. Darfst du das dann auf Zeit machen? Ja. Ach, wofür gibt es irgendein Fly? Jetzt musst du glitschen. Oh. Jetzt glitscht dich schon Bono hoch, dann bist du bei der Kiste. Das wäre so geil. Wie viele Sekunden hast du Zeit? Darfst du das machen? Versagt. Guck mal, jetzt wird was versagt. Oh, ich dachte, ich kann mich da reinglitschen. Darin, ich hab das schon mit Dings versucht, wenn du selbst von oben mit, sag mal schnell, wie heißt das nochmal? Mit Moonjump drauf springst, wirst du davon weggeklatscht. Nein! Das war gut gemacht, finde ich. Dum-dum. Warte, glaube ich ab jetzt? Ich hab gedacht, du wärst jetzt daneben gerollt. Ach, hast du diesen Zelda-Sound bei Zelda's Adventure gehört mit diesem Tötötum so? Ohne wie das ging, ne? Das ist der Original Ocarina of Time Majora's Mask Zeit. Das ist dermaßen schlecht umgesetzt. Das ist so dumm. Dumm macht das. Und nicht dumm. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht umgesetzt. Ich glaube, das sollte der nochmal bearbeiten, der liebe Gary. Wieso Gary? Der heißt ja Gary, der hat gemacht hat. Oh. Ich bin Gary Alt aus Alabastia. Ich bin Gary Ash. Hört auf mich Arsch zu nennen. Du verkackst, das klappt nicht, du wirst verkacken. Ich sage niemals zu mir, es wird nicht klappen. Du wirst verkacken, du wirst jetzt ja von dieser Bombe getroffen. Das wäre voll Huren so. Ich hab's fast vergessen. Du Kackteil! Und dann war wieder richtig! Jetzt ja, so Glück zum Tod von Ling. Von Deko, wenn ich bitten darf. Okay. Doch, da sind Wolken am Himmel, aber übelst hässlich. Mach's besser. Ach, es ist 7 Uhr morgens, also. Eben war es nach, als ich reingegangen bin. Ach so, deswegen war der Himmel so grün. Ah, ist ja klar. Haben wir auch bei uns einen grünen Himmel? Nur bei uns ist es noch hell. Bei uns ist es noch hell um 22:19 Uhr. Dann müsste man vielleicht aber ehrlich mal machen, wenn der Sommerferien gleich mal für den Tag zu dir kommt. Jo. Oh, Phil, komm her, komm zu Papi. Kennst ja schon lange, ich wollte schon, wenn du mich an U-Bahn abholst, direkt so scharf schießen. Ach, das ist der Dickste, der mich da unten in das Gag kommt, wie beleidigt. Genau. So mit so einem Mafia-Team, ne? Feuer! Mhm. Und dann machst du so, Na, du bist als einziger so ein Scharfschütze, also Dominik kam raus und tut das Scharfschützengewehr. Wieso siehst du das? Du sag mal, du stehst vor mir mit deinem Scharfschützengewehr. Und, oh. Und warum ist du über, und auf meinem Wiener Schild ist sogar ein roter Punkt, ich bin kein Inder. Mhm, cool. Oh mein Gott. Metanite. Das ist Metanite. Und ganz ehrlich, war Metanite ist einfach nur ein dicker Klumpen mit einem Schwert. Der total unskillig ist, der total schlapp ist. Steht mich mal vor mir und kommt mir sein Schwert eben drauf. Ich glaube, das ist aber, das würde wehtun, wenn du sein Schwert im Bauch so bekommst, das rauszuziehen, ist ja das Beste. Wenn er so Zacken dran hat. Ja, was willst du tun, hä? Also, Schlimm! Oh, Mann. Guck mal, The Burning Links. Komm, Odin. Hey, schlecht. Ach so, rückwärts, als kann vorwärts sein, du. Damn, tot! Du warst schlecht für ein Zwischenboss. Wie konntest du nur sehen, du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, ja. Und jetzt? Ich bin ein Selbstmordattentäter. Ah, Taniban! Dies ist das Gesetz der Garo. Der Gero. Da sind Handgranaten und Panzerfäuste drin. Wir machen mal lieber Feuer in Safe State. Hast du das Gefühl, dass das abschmiert? Nee, ich mach manchmal immer so auf Bescheid.
Du erhältst sie, die gelbenen Pfeile. Die Lichtpfeile. Jetzt in der Vorstellung, du willst nur ein Item. So, vorstellen, du willst mit den Lichtpfeilen da durch die Gegend schießen. Da sieht halt einfach so, einfach nur so ein gelber Eisklotz oder so voll gegen Gegner. Au! Ich hätte lieber so ein Ding gegen den Kopf als ein Pfeil in der Biano. Ja, dann geh doch tatsächlich nicht irgendwie zurück am Dungeon porten, du musst jetzt ja nicht zurück. Doch, ich möchte aber hier noch eine Fee holen, also eine Truhe aktivieren. Was machst du da? Ja, was? Pass auf. Bomben. Bomben. Ach, die kannst du auf das Gitter legen. Jo. Bam! Ja, da geht das Gitter von... Oh. Oh, vorstellen, stell dir mal so Dildos vor mit Stacheln. Da wird das Maximum. Wer das richtige Erlebnis haben möchte, der muss halt auch sich durchziehen. Und her mit der Fee. Jetzt haben wir auf einmal so ein komisches Bombenteil, wo es jetzt sich wieder so anlächelt. Na, so ein Link, nein. Nein. Yeah. Oh, oh. Und wurde auch eine Aufnahme hören. Nein, kann man nicht. Ich hab den aber gerade gehört, wenn ich den höre, ist halt auch eine Aufnahme. Guck mal. Bam! Clear. Ja, verschwende deine Energie noch sinnloser. Das war ja auch gerade so viel Energie. Nee, ich gehe jetzt noch aber nicht zurück. Aber du kriegst ja alles in den drei Dungeons eigentlich nur Feuer, Eis und Lichtball, ne? Jo. Das fällt mir jetzt erst auf, wa? Aber die restlichen Kram, die kriegst du ja so. Jo. So, du willst aufs Maul? Wer jetzt? Der hier. Willst du aufs Maul? Oh, süß, ein Riesenauge. Als Maul, tschüss. Bam. Ein Riesenklumpenauge. Was? Warum zeigt er sein Auge so? Soll er mit Menschen erschrecken? Ja, will. Oh, er ist tot. War jetzt das Goal. Vom Kopf. Tot. Oh. Oh, eine Fee, glaube ich. Fee. Yeah. Wir müssen eh nochmal zurück in den einen Raum, um da noch einen Schalter zu aktivieren, also ein Auge. Ich weiß nicht, mit dem Lichtfall aktivieren lassen. Sonst muss ich gleich das, was ich nachher mache, mit den Lichtfallen öfters machen. Oh mein Gott, die Explosionsrate, nein! Vorher. Ich bin eine Sonne auf dem Kopf. Psycho. Psycho. Ja, ist richtig. Ja, genau. Richtig. Wie soll ich denn da oben jetzt rankommen? Ja, wir wissen das, aber jetzt hier, um nicht zu spoilern. Au! Weißt du, ich finde das ja gut, wenn man das selber wissen. Man muss das irgendwie so jetzt darstellen, damit man das nicht weiß, wa? Oder ist so schwer, da packe ich das selber und sag halt, du komm, das geht so und so. Hör mal, du Kack. Das Vieh mag dich nicht, ne? Jetzt geht's nur Lichtfall in den Kopf. Aua. Lichtfall in den Kopf? Ich fand sie bei Windwerk aber lustig, den Gegner sich immer aufgelöst. Da sind die so verflasht. Und haben immer ziemlich viele Sachen da gemacht. Boah, der hat gerade aber, glaube ich, bei dir geleckt. Nö. Stopp halt die Billy. Nein, lass schon Ruhrate, nein. Ich muss jetzt nur gucken, wo dieses Auge war, weil ich muss mit dem Eisfall erstmal so eine Bahn machen. Wow. Ich würde deinen Kopf da reinmacen, ist der behindert. Er macht das nur so. Also wird das nicht später machen. Also. Der macht... Da drüben. Oh mein Gott, das Eis schmilzt, nein! Nehmen. Lichtpfeile. Dünn. Ich sehe ja so viel. Ich sehe ja richtig viel. Du hast halt jetzt gerade voll verkackt, oder? Nein. Du hast gerade mit 25 Bildern aufgenommen. Eisfall der Hoffnung. Rette mich. Der Eisfall der Hoffnung rettet einen immer.
Ah! Statt ja schon das Eis unter meinen Füßen verschwindet. Ja, wird aber sehr schnell gehen. Link! Der muss jetzt sitzen. Der hat sogar getroffen. Ja, warum war Chris jetzt da? Genau, Licht unter Wasser. Also mit Licht fallen. Ja, so muss stehen das... Oh, wir haben überzogen. Oh, ich beende mal jede Phase. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, tolles Ende.